So, willkommen erstmal auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie man den Ladeluftschlauch vom Audi A6 4F wechselt. Und zwar ist in den Motorvarianten das ganze Problem, dass hier an dem Ladeluftschlauch nach dem Ladeluftkühler, den man hier so anschließt, hier oft Risse entstehen. Einfach durch, weil das sich bewegt und sagen wir mal ein Marder geht zu euch und das Auto oder der nagt dann sehr, sehr gerne hier an der unteren Seite dran. Dann habt ihr lauter so Risse und wie man hier schon sieht. So, heute zeige ich euch mal, wie man das hier alles wechselt. Und zwar habe ich den Ladeluftschlauch mit der Seriennummer 4F0 145 738F. Das ist für die 2,7 Liter Maschine, für den Diesel. Und genau, das zeige ich euch jetzt mal. Hier sehen wir natürlich schön, dass der Schlauch verstärkt ist. Und ja, genau. So, jetzt gehen wir mal ans Werk. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich hier nur eine Verlängerung für die Ratsche selber und hier eine 7er Nuss. So, jetzt fangen wir erstmal an. Das allererste, was wir machen, tun den Schlauch auf die Seite, tun die Motorabdeckung weg, einfach nur dran ziehen. Dann haben wir die Motorverkleidung weg. So, wir fangen hier eigentlich genauso an, wie wir zum Beispiel jetzt bei meinen anderen Videos schon gesehen haben. Zum Beispiel Xenon-Birne wechseln vorne rechts. Das ist der allergleiche Arbeitsprozess, beziehungsweise der allergleiche Weg von der Arbeit. Und zwar, wir fangen hier erstmal an. Wir machen die Shell hier natürlich als allererstes auf, dass wir auch hier schön runterkommen, da wir hier unten ja den Schlauch haben, den Ladeluftschlauch. Und ja, genau. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Wir machen die ganzen Schellen locker. Was euch natürlich auch dabei auffällt, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, wenn der Schlauch defekt sein könnte, ist, ihr könnt es daran erkennen, dass unten Öl ausläuft, da in dem ganzen kompletten Kreis ja das Öl drin ist. So, jetzt machen wir hier erstmal den Schlauch weg, ihn dahin. Dann machen wir hier natürlich, so wie in meinen anderen Videos wieder zu sehen war, hier die Schellen auf. Dass wir den Luftmassenmesser abtun können, den tun wir dann hier hochlegen. So, dann haben wir hier nochmal die Schelle. Die machen wir auf, dann haben wir hier eine Schelle. Die machen wir auf. So, dann tun wir hier erstmal die Brücke hier weg. Abziehen. So, jetzt können wir den Luftkasten hier abbauen. Den bauen wir jetzt ab, den tun wir hier auch hin. So, jetzt sehen wir hier den Schlauch und ich zeige euch mal, dass er dann defekt ist. Weil wir hier natürlich hier unten sehen, dass auch das Öl ausläuft bzw. ab und zu runter tropft und das wird hundertprozentig hier an dem Schlauch liegen. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir machen natürlich wieder die Schellen auf. Also wenn ihr den Schlauch hier jetzt neu kauft bei Audi, der kostet 120 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Wir machen hier die Schelle auf. Danach haben wir hier unten, hier ist die andere Schelle. Zeige ich euch mal mit der Kamera. Schauen wir, ob er locker ist. Ziehen ihn runter. So. Das ist aber locker. Jetzt schauen wir uns mal den Schlauch an. Ah, hier sehen wir zum Beispiel recht schön. Dass hier der Schlauch komplett defekt ist. Hier sehen wir den Öl, die Ölaustrittsspuren. Jetzt schauen wir mal. Können wir richtig schön erkennen. So schaut dann der Schlauch aus. Weil der sich zusammenzieht und genau. So, jetzt sehen wir, jetzt schauen, kontrollieren wir mal. Auf jeden Fall hat der Löcher, der muss irgendwo ein Loch haben. Entweder war das ein Marder oder durch einen Verschleiß. Sind ja auf jeden Fall lauter Löcher. Und genau. So. Hier sehen wir einen gut gebrauchten Schlauch. Und hier die Variante, wo defekt ist. Genau. Das wechseln wir jetzt mal aus. So. Das allergleiche Spiel von neu. So, jetzt tun wir ihn hier unten wieder drauf. Und hier unten, wie man schön sieht, weil da hier in dem Schlauch und überall hier die Löcher sind, sieht man hier natürlich schön den Ölaustritt. Also, dass ich auf jeden Fall hier auf jeden Fall alles sauber machen werde, also rausspritzen werde. Und genau, das werde ich auf jeden Fall alles reinigen und dann schaut es wieder tiptop aus. Okay, dann machen wir mal weiter. Hier sehen wir natürlich die Öffnung hier unten. Hier sehen wir sie. Genau. Natürlich den neuen, nicht den alten. So. Hoppla. Jetzt kontrollieren wir das noch, ob der bis zum Anschlag drauf ist, der Schlauch hier. Okay, das ist alles okay. Okay, dann ziehen wir das wieder fest. Ich ziehe natürlich erst den vorderen Teil fest. Okay, der Schlauch ist fest. Ich muss den anderen Schlauch wieder mit dem Gabelschlüssel festziehen.
dauert natürlich jetzt ein bisschen im Video, aber ich will euch das richtig zeigen von Anfang an bis zum Schluss. Deswegen dokumentiere ich das auch in dem Video. Was natürlich für Fehler auftreten könnten oder was für Schwierigkeiten zum Beispiel ich jetzt hatte. Deswegen werde ich das auch nicht rausschneiden oder so in dem Video. Das werde ich euch alles zeigen. Okay. So, was in meiner nächsten Zeit noch für Videos kommen werden. Es werden noch Videos kommen, wie zum Beispiel, wenn man die Verkleidung jetzt im Innenraum vom Audi A6 abbaut. Und wenn man sie foliert, ich werde euch das natürlich mit dem Folieren auch noch zeigen. Und ja, lauter so kleine Videos. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal wieder reinschauen würdet. Oder Kommentare da lassen würdet für Anregungen. Okay. Okay, jetzt sehen wir natürlich, der Schlauch ist fest. Kann man nicht mehr runterziehen. Natürlich hinten mal fühlen, ob er noch immer am Anschlag dran ist. Okay, schaut gut aus. Okay, dann machen wir das jetzt wieder alles zu. Wir nehmen natürlich den Luftfilterkasten, das Gegenstück, was man hier natürlich jetzt schön sieht. Ist ein recht großes Viech drin. Nur als kleiner Scherz nebenbei. Okay. Natürlich darauf wieder achten, dass die Dinger hier natürlich wieder in den Löchern schön drin sitzen, weil nicht, dass das Luftfiltergehäuse wieder irgendwie verdreht ist oder sonst irgendwas. Dann habt ihr nämlich extreme Probleme, die Klammern zuzumachen. Okay. Natürlich am besten hier unten fühlen. Auch reingeht. Okay, schön reingegangen. Wir machen die Klammer natürlich als erstes fest. Die Klammer. Hier drüben beim Pluspol. Okay. Dann tun wir die Luftbrücke hier rein. Mit der Brücke, beim Einbauen, da gebe ich euch jetzt mal einen guten Tipp. Und zwar, wenn ihr hier diese zwei Kreuzschrauben hier löst, dann könnt ihr dieses Teil hier bewegen. Und dann könnt ihr das auch alles wesentlich besser einfädeln. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Das tue ich jetzt natürlich zerlegen, weil das dazu gehört. Natürlich müsst ihr auch schauen, dass diese Kante hier in dem Schlitz drin ist. Hier, in dem Noppen.
Hier ist es jetzt drin. Klar, das ist mir rausgerutscht. So. Dann schauen wir natürlich, dass die Löcher auch hier sind. So, jetzt sind die Löcher da. Jetzt müssen wir die Schrauben wieder rein. Festziehen. Ah, was mir jetzt nochmal eingefallen ist, in der nächsten Zeit, also binnen einem Monat, ein Video geben, wo ich diese komplette Front vom Audi A6 hier abbauen werde. Und auf jeden Fall, das werdet ihr dann in dem Video sehen. Ich werde hier die komplette Stoßstange abbauen. Es wird ein Video vom kompletten Stoßstangenabbau geben. Es wird ein Video geben vom kompletten Träger, den ich abbaue. Und wie ich hier die kompletten Ventilatoren abbaue. Also die komplette Front nach vorne ziehen werde, beziehungsweise abbauen werde. So. Und auf jeden Fall werden die binnen einem Monat kommen, die Videos. So, jetzt bauen wir natürlich wieder den Luftmengenmesser ein. So, wir machen die Klips wieder dran. Ich habe hier zum Beispiel jetzt Zewa reingetan, dass hier mir in den Lufteinzug hier kein Dreck oder so reinläuft, weil da ja gleich die Schaufeln unten drin sind. Und genau, so, jetzt bauen wir das wieder zusammen. Nach unten ziehen, nach unten drücken, dass die auch in der Führung drin ist. So, die ist fest. Die ist jetzt auch fest. Okay, alles ist jetzt hier fest, alles ist zusammengebaut. Der alte Schlauch. So, was wir jetzt noch machen, ist natürlich die Verkleidung wieder drauf. Dran drücken, dass sie einrastet. So, das war jetzt mal alles. Ich hoffe, das hat euch gefallen.